Noch mehr Papier. Nice. Space. So. Sullivan, Papa, Ezekiel, Lügner, Scharlatan, Tempel der Gicht, Süchtiger, Feigling, Vergewaltiger, Kindermörder. Ich bin fort und ich nahm mit mir den Mut, die Wahrheit zu sehen. Es ist das Mädchen, das gestorben ist. Komm zu uns, jage uns. Wir warten nur darauf, jeden Einzelnen, den du auf den Berg schickst, zu töten und zu ficken. Ich hasse dich nicht. Könnte Jesus den Täufer hassen, weil er Jude ist? Ohne die Jahre deiner Ignoranz, deiner dreckigen Lügen, hätte ich meine wahre Sicht nicht gefunden. Ich hätte nicht den Mut gehabt, die Wahrheit zu suchen, wäre ich nicht von der Wut über deine Unwahrheiten getrieben. Dein Gott ist der Aberglaube eines Kindes. Dein Glaube ist eine Peinlichkeit. Die Zeichen des wahren Vaters waren vor dir, vor uns allen. Und du, aufgeblasen, naiv, zu dumm zum Atmen, dachtest, diese Vision wäre die Strafe eines erzürnten Gottes. Dein Gott hat Angst, denn dein Gott ist kein Gott. Dein Gott ist dein Ego, verwundbar und falsch. Welch Schmach. Mein Gott ist kein Gott, aber er ist wahr. Und er ist hier in jedem Moment der Ekstase. Und sein Kind wird diese Welt ficken und in ewiger Herrlichkeit reißen. Ich bitte dich nicht, dich uns anzuschließen. Ich sage dir, du wirst dich uns anschließen, denn unsere Liebe ist größer, als du es dir je vorstellen könntest. Wahrheit. Das ist der Typ, der uns abgeleckt hat. Meine ich zumindest. Das war. Ach so. Ah. Nein. Wunderschöne Finger. Ach, da ist eine Tür. Hä? Ich muss da runter. Noch mehr seltsame Dinge. Okay. Könnte ich vielleicht. Generator, dein Ernst. Hier irgendwo vielleicht eine Verkabelung, die ich sehen könnte. Natürlich nicht. Wo könnte der Generator sein? Rejoice. Revel in the ecstasy of the Lord. The sins of Zion are bound up and all debts to God come due. There's wailing, there's pain, there's blood, but it is joyous all, for we are in the sorrows of a travailing woman. From this Abba is the place of the breaking forth of yes, the children of hell, but also. Du wiederholst dich, Alter, Alter. Möchte keine Wiederholung hören, ja. Ist hier vielleicht ein Generator? Ja oder nein? Ja oder nein?
Anscheinend nicht, also nichts Tolles ist hier. Nichts Tolles, das heißt, ich darf wieder nach oben gehen. Nach oben geht es hier anscheinend nicht. Wo gibt es denn dieses Zimmer? Aha, das Klo. Sieht nicht aus wie ein Klo, sieht eher aus wie Leichen und so. Wollten die. Warte mal, da war ich. Einfach irgendwelche random Wege gehen. Wo war der Typ nochmal? Da. Was tut Satan? Angst, also schaust du mich direkt an. Kannst du mal bitte weitergehen? Oder bist du eigentlich eine nette Frau? Kann ich einfach so zu dir gehen? Junge, ich schau durchs Fenster, der guckt mir direkt ins Gesicht. Ich mach die Tür auf, der messert mich. Hä? Was soll denn das? Könnte ein Aufzug sein, ja, Ich muss den Generator finden. So gehe ich mal wieder denselben Weg. Aber jetzt weiß ich, da hinten irgendwo noch so ein Typ rumläuft. Da. So, keiner, der am Tisch sitzt und mich hier gleich töten will. Aha, ein Kreuz mit dem Jesus drauf. Okay, noch ein Kreuz. Eine sehr gruselige Puppe, okay. Ein Schrank zum Verstecken. Wo kann denn hier ein Generator denn so, warte. Ich habe keinen Plan, wo der Generator ist, Alter. Sag ich ehrlich. Ich habe null Ahnung, wo ich hier hin muss in diesem. Ich hätte Angst, okay.
Schaust du mich mal an, Alter, geh weg. Bitte, 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 töte mich. Was? Die Alte, die kann mich auch töten. Was? Was geht ab, Digga? Ich renn dir vor. Okay, nächster Versuch. Lebt noch. Kann ich dich nicht schlagen, Alter? Nein. Kommst du zu mir, Digga, hau ab. Gott war in der Nähe. Ich einfach mal weiß, wo ich bin, Alter. So, wo kann ich denn jetzt noch hin? Alter! Bandagen. Alter, wollt ihr mich? Halten das. Ist da durch? Piss dich, Alter. Geh weg. Was
Hau ab! Hau ab! Was?